Hallo Freunde, ich bin's wieder, Christian Laxander von fototrainer.com und wie ihr im Titel schon gelesen habt, 2699 Euro für eine Vlogging-Kamera und dann mit einem Full-Frame-Sensor. Ob sich das wirklich lohnt und wer sowas braucht, das wollen wir natürlich heute im Video klären. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, fürs Vloggen ist das gar nicht so entscheidend. Wenn man sich aber anguckt, was die Kleine im Video kann, könnte das Ganze interessanter werden. Los geht's! Vlogging im Vollformat sind jetzt zwei Dinge, die ich so erstmal nicht zusammengebracht hätte, aber die ZV-E1 bringt den gleichen Sensor wie die Alpha 7 S3 mit und teilt auch sonst ziemlich viele Einstellungen mit ihr. Und dabei ist sie noch 1500 Euro günstiger, was sie dann für Videoaufnahmen auch wirklich interessant macht. Und da die Kamera so viele Neuheiten mitbringt, habe ich das Video heute in 5 Teile eingeteilt und los geht's mit dem Thema, auf das ich am allermeisten gespannt bin, also auf die Techniken, die es vorher noch in keiner anderen Sony-Kamera gab, wie zum Beispiel den Dynamic Active Steady Shot. Schauen wir uns natürlich an. Weiter geht's dann mit der Technik, also was unterscheidet die Kamera von der 7S III, wo ist sie vielleicht besser, wo ist sie schlechter und welche Technologien aus anderen Sony-Kameras haben es in das kleine Schätzchen hier geschafft. Dann schauen wir uns an, welche Lösungen es für Vlogger gibt, natürlich die Livestreaming-Möglichkeiten und wir gucken uns an, was die Kamera für Filmer bietet. Und ganz am Schluss, da gibt es noch eine kleine Besonderheit, da zeige ich euch noch was ganz Kurioses direkt nach dem Fazit. Dranbleiben lohnt sich also. Als ich die ersten Informationen zur neuen Kamera bekommen habe, ist mir eine Sache sofort aufgefallen, nämlich der neue erweiterte Dynamic Active Steady Shot. Und diejenigen von euch, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, ich bin absoluter Fan des Active Steady Shot und seitdem wir den in den neuen Kameras haben, benutzen wir eigentlich unseren Gimbal nur noch sehr, sehr selten, weil wir fast alle Sachen aus der Hand drehen. Genau wie dieses Video jetzt auch. Und da stellt sich natürlich die Frage, was macht die neue Kamera anders und wie sieht das Ganze aus? Ich drücke einfach mal die FN-Taste und wir gehen mal in die Bildstabilisation hinein. Und da siehst du, haben wir den Bildstabilisator aus, wir haben die Standardeinstellung, der Bildausschnitt bleibt identisch. Jetzt wäre nur der mechanische Bildstabilisator aktiv. Und einen Schritt weiter oben, da haben wir den Active-Modus. Und hier geht die Kamera jetzt hin und macht einen kleinen Bildausschnitt, stabilisiert aber bei Bewegungen das Bild natürlich noch mal deutlich besser nach. Die vierte Version hier oben ist jetzt der Dynamic Active Steady Shot. Die Kamera springt also noch mal weiter in das Bild hinein. Es wird noch mal gecroppt. Dafür soll die Stabilisationsleistung noch mal viel besser sein. Stellt sich aber natürlich die Frage, wie gut ist dann noch die Bildqualität? Weil der Sensor der Kamera hat ja nur 12 Millionen Bildpunkte, das sind in 16:9, dann nur 10 Millionen und mit dem Active Steady Shot ist dieser Bereich dann eigentlich ja schon ausgenutzt. Wenn ich jetzt also weiter in mein Bild hineinspringe, dann ist natürlich die Frage, wie gut sieht die Qualität noch aus? Weil genau genommen würde ich ja ein bisschen weniger Pixel bekommen als 4K. Das ist in der Praxis eher selten ein Problem, wenn der Stabilisator gut funktioniert. Und ob er das tut, das gucken wir uns jetzt an. Als erstes schaue ich mir natürlich an, wie das Ganze beim Vlogging funktioniert. Und aktuell, das siehst du auch im Bildausschnitt, haben wir nur den Active Steady Shot eingeschaltet. Das heißt, ich halte die Kamera an ausgestrecktem Arm und laufe hier ganz normal, relativ zügig. Aber ich will natürlich auch mal gucken, wie sich das Ganze denn verhält, wenn ich jetzt ein bisschen schneller jogge. Und jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich noch mit dem Dynamic Active Steady Shot an. Also wieder ganz normales Laufen und auch noch mal eine Runde schneller. Ich bin schon gespannt, wie das Ergebnis aussieht, weil meine Hand, die wackelt schon relativ stark. Eine Sache, die bei uns in der Praxis viel häufiger vorkommt, ist, dass ich irgendwo langlaufe und mein Kameramann mich dabei filmt. Deswegen hat der auch heute die ZV-E1 in der Hand und wir laufen einfach mal seitlich. Das kommt zwar relativ selten vor, dass wir das machen, aber das machen wir deswegen nicht, weil bisher dazu eben eigentlich immer ein Gimbal notwendig war. Und ich bin schon gespannt, wie das Ganze aussieht. Und falls du dich wunderst, warum ich hier die zweite Kamera halte, damit ihr sehen könnt, wie schnell wir uns bewegen, weil wir laufen nämlich nicht langsam. Und ich bin schon gespannt, was ihr zu Footage denn sagt. Die Datei gibt es natürlich wie immer unten unter dem Video zum Download. Also nutzt da die Möglichkeit und guckt euch das Original einfach mal an. Und jetzt machen wir natürlich noch den Test, der bei uns viel häufiger vorkommt, nämlich mein Kameramann läuft rückwärts und ich laufe vorwärts.
So, das ist eine Situation, die kommt relativ häufig vor. Und das Schöne ist, ich habe ja hier mit der 7S III jetzt die Möglichkeit, euch mal zu zeigen, wie der Active Steady Shot sich denn verhält. Mein Kameramann hat es übrigens ein bisschen schwerer, weil der läuft heute rückwärts. Und du kannst ja einfach mal vergleichen, welche Stabilisation dir besser gefällt. Und ja, ich halte das jetzt nicht mit zwei Händen fest. So wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen fairer im Vergleich. Aber ich glaube, du wirst auch so einen deutlichen Unterschied sehen. Gucken wir uns das Ganze doch mal gemeinsam an und ich starte einfach mal das Video hier auf dem Atomos. Blende mal die ganzen Demo-Info-Inhalte aus und los geht's. Und ihr seht, wir sind ja jetzt nicht langsam gelaufen, aber das Ergebnis seitlich, wenn ich mir die Ecken angucke, sieht halt wirklich gut aus. Was sagst du? Ja, sieht richtig flüssig aus. Ah, da war so ein kleiner Mikroruckler, den habe ich gerade gesehen. Das ist schon krass. Aber das sieht schon echt gut aus. Jetzt haben wir dann am Ende ja nochmal den Walk gemacht, wo ich quasi auf die Kamera zulaufe. Und den gucken wir uns noch an. Ich spule ein bisschen vor. Ah, das sieht Hammer aus. Das finde ich noch besser als das seitliche. Da bewegt sich gar nichts mehr. Knaller Shot. Das ist echt überzeugend. Wow. Echt cool. Jetzt wollen wir euch das Ganze natürlich auch noch mal im Vergleich zeigen. Das heißt, wir machen jetzt eine gleiche Aufnahme mit drei verschiedenen Einstellungen. Nämlich einmal Bildstabilisator aus, das hatten wir jetzt. Dann verwenden wir nur den mechanischen Bildstabilisator. Also jetzt ist das Bild stabilisiert gewesen, aber eben nur über den Sensor. Und natürlich den Active Steady Shot, das heißt, die Kamera macht einen kleinen Crop. Und als letztes natürlich den Dynamic Active, das heißt mit dem großen Crop. Und die zeigen wir euch jetzt auch noch mal im Vergleich, damit ihr das Ganze noch ein bisschen besser einschätzen könnt. Neben dem Bildstabilisator gibt es aber noch eine zweite, wie ich finde, ziemlich interessante Funktion, nämlich das sogenannte Autoframing. Auch hier kommt übrigens künstliche Intelligenz zum Einsatz und die Kamera kann vollautomatisch den Bildbereich beschneiden und dich verfolgen in dem Bild. Und das ist für einen Livestream oder für eine andere Veranstaltung natürlich richtig cool. Wir zeigen euch das einfach mal. Ich komme jetzt einfach mal ins Bild und ihr müsstet jetzt sehen, dass wir zwei unterschiedliche Bildausschnitte haben. Unten auf der Kamera haben wir das gesamte Bild, was das Objektiv sieht. Das ist ein 24 mm 1,4 und einen kleineren Rahmen um mich herum. Und oben auf dem Atomos, da seht ihr jetzt quasi nur das ausgeschnittene Bild, also das, was die Kamera jetzt quasi aufzeichnen würde. Ich kann das also ganz beliebig einstellen. Ich kann das Ganze übrigens auch in der Praxis noch wechseln. Bedeutet, ich kann auch sagen, auf der Kamera soll immer das ganze Bild aufgezeichnet werden. Extern aber eben nur der Ausschnitt, so wie wir das gerade machen. Ich kann das Ganze aber auch umdrehen. Heißt, extern wird das ganze Bild aufgenommen, in der Kamera nur der Ausschnitt. Je nachdem, was mir ja, da besser liegt. Und jetzt stellt euch vor, ich mache eine neue Kochshow und wandere in meinem Bild und habe eben keinen Kameramann dabei. Dann kann ich das Ganze richtig schön schnell hier umsetzen. Und damit ihr euch vorstellen könnt, was man da noch alles einstellen kann, springen wir jetzt einmal ins Menü. Das Autoframing findest du im Aufnahmemenü auf Seite 12 unter den Aufnahmeoptionen. Da haben wir ganz unten Autorahmungseinstellungen im Deutschen. Ja, Autoframing wäre hier besser gewesen in der Übersetzung. Nichtsdestotrotz kannst du hier verschiedene Sachen einstellen. Dass die Funktion eingeschaltet ist, hast du eben schon gesehen. Und wir hatten den Start auf Autostart gelegt. Das heißt, die Kamera fing sofort vollautomatisch an, mich zu tracken. Man könnte hier zum Beispiel auch wählen, sobald ich quasi das Motiv berühre und der Kamera sage, jetzt fang an zu tracken, starte bitte diese Möglichkeit. Es gibt drei verschiedene Crop-Stufen. Ich zeige dir das hier einfach mal, dass du dir das auch vorstellen kannst. Ich kann also einen kleinen Crop wählen, einen mittleren Crop oder einen großen Crop. Wir haben die Möglichkeit zu bestimmen, wie schnell die Kamera denn den Tracking-Bereich verschieben soll. Standardmäßig ist hier übrigens 3 ausgewählt.
Und dann kannst du hier unten noch einstellen, was denn beschnitten werden soll. Also entweder die Filmaufnahme und das Streaming oder die HDMI-Ausgabe oder eben beides. Du siehst also, das lässt sich ziemlich genau konfigurieren. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es noch eine dritte Option, die du einstellen kannst, die aber ziemlich schwer zu erklären und auch ziemlich schwer zu zeigen ist. Nämlich die beiden ersten Funktionen miteinander kombiniert. Bedeutet, die Kamera kann mit dem dynamischen Active Steady Shot das Bild stabilisieren und zusätzlich kann sie gleichzeitig aber auch den Bildausschnitt dynamisch an das Motiv anpassen. Und wie das eingestellt wird, zeige ich dir einfach mal. Dafür muss ich allerdings hier hinten das Display abfilmen. Machen wir gerade mal. Die Funktion befindet sich wieder im Aufnahmemenü, aber diesmal auf Seite 8 unter dem Punkt Bildstabilisierung und heißt Rahmungsstabilisator, also Frame Stabilizer im Deutschen. Die Besonderheit hier ist, dass jetzt quasi diese Sachen kombiniert sind, wie ich eben schon erwähnt habe. Heißt, die Einstellungen dafür mache ich wieder hier unten. Was ich jetzt allerdings nicht mehr einstellen kann, ist, ob der Stream oder der HDMI-Ausgang beschnitten werden sollen, sondern da macht die Kamera es wirklich vollautomatisch. Ich bekomme also nur den Bildausschnitt. Deswegen sind diese Sachen eben ausgestellt. Was hier aber ganz praktisch ist, und das fand ich jetzt wirklich interessant, ist, dass im Prinzip du festlegen kannst, wo das Ganze denn einzustellen ist. Ich gehe also nochmal zurück auf Bildstabilisierung, Rahmungsstabilisator ein. Und jetzt siehst du hier, kann ich wählen, entweder manuell oder Mitte. Wenn ich das Ganze auf Mitte einstelle, dann bleibt mein Bildausschnitt immer in der Bildmitte. Das heißt, das Bild wird stabilisiert und der Ausschnitt versucht immer, mein Motiv in der Mitte zu halten. Das ist ganz praktisch. Ich finde aber manuell noch fast interessanter. Da kann ich nämlich per Touch-Fokus bestimmen, wo mein Objekt ist. Und dann muss ich per Touch noch einmal auf dem Display bestätigen, dass das mein Objekt ist. Und dann kann ich eine Person zum Beispiel auf der linken Seite im Frame haben. Und sie bleibt dann auch auf der linken Seite im Frame, obwohl die Kamera eben selbstständig den Bildausschnitt bestimmt. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir euch das jetzt hier in der Praxis richtig gut zeigen können. Wir werden es aber auf jeden Fall jetzt einmal versuchen. Nach einigen Probieren haben wir eine Möglichkeit gefunden, dir die Funktion zu zeigen. Und normalerweise müssten wir jetzt mit der Kamera durch die Gegend rennen und gleichzeitig das Display filmen. Das geht nicht. Das bedeutet, den Bildstabilisator, den musst du jetzt dazu denken. Mein Kollege wählt mich jetzt aber gleich einmal aus, markiert mich also, du siehst das kleine Kästchen und ich stehe jetzt leicht links von der Kamera und bin auch auf der linken Seite im Bild. Und wenn mein Kollege jetzt die Kompositionssperre aktiviert, wir machen das gerade einmal, dann kann ich mich hier im Bild bewegen und du siehst, ich bleibe auf der linken Seite im Bild, obwohl ich jetzt übrigens schon auf der rechten Seite des Bildausschnitts stehe. Und wenn ich wieder zurückgehe, bleibe ich auch hier auf der linken Seite im Bild. Also auf dieser Seite müsste ziemlich viel Platz sein. Du hast es schon gemerkt, das Ganze in der Praxis zu zeigen, und zwar mit den Einstellungen und nicht nur das Ergebnis, das ist gar nicht so einfach. Ich hoffe trotzdem, dass du verstanden hast, worum es geht und dass du das Ganze natürlich jetzt auch nachmachen kannst. Ich finde die Funktion auf jeden Fall ziemlich spannend und genau deshalb braucht die Kamera auch diesen zusätzlichen AI-Prozessor, dass sie einfach die Personen erkennt und auch im Bild halten kann. Nach dem doch sehr umfangreichen ersten Bereich kommen wir nun zu Punkt Nummer 2, nämlich dem Technikvergleich mit anderen Kameras. Und hier hat die ZV-E1 den gleichen Sensor wie die Alpha 7S III. Das heißt, wir haben 12 Millionen Bildpunkte, die gleichen Lowlight-Fähigkeiten und auch die gleichen Aufnahmeformate. Und das macht das Ganze natürlich wahnsinnig spannend. Es gibt allerdings einen kleinen wichtigen Unterschied. Zum Start wird es die Aufnahmen in 4K nur bis zu 60 Bildern pro Sekunde geben. Die 120 Bilder pro Sekunde wird es per Firmware-Update ungefähr 3 Monate später geben. Das hat Sony schon angekündigt und finde ich richtig spannend. Ich kann mir allerdings auch nicht erklären, warum die 120 Bilder pro Sekunde hier nicht direkt drin sind. Es könnte zum Beispiel was mit dem Thema Überhitzung zu tun haben. Das wäre jetzt zumindest das, was ich vermuten würde. Genau wissen tue ich es aber nicht. Für die Praxis ziemlich wichtig finde ich aber, dass hier auch alle Dateiformate mit an Bord sind. Das heißt, wenn ich hier in die Dateiformate hineingehe, siehst du, ich kann XAVCS 4K, XAVC HS 4K und auch XAVCS I 4K, also den All-Intra-Codec, hier nutzen. Und selbstverständlich kann die Kamera auch die 10-Bit aufnehmen und das nicht nur bei 25 Bildern pro Sekunde, sondern natürlich auch bei den 50 Bildern pro Sekunde und auch in den anderen Aufnahmeformaten.
Was mich sehr gefreut hat, ist, dass auch im zweiten Part, nämlich hier unter dem Punkt Farbe, Farbton, die ganzen Fotoprofile mit an Bord sind. Heißt, auch hier haben wir natürlich S-Cinetone, S-Log3 und wir haben sogar die benutzerdefinierten LUTs und das kann zum Beispiel die Alpha 7 S3 nicht. Aber auch im Autofokus, da hat sich richtig viel getan, weil ich habe es eben gerade schon mal nebenbei erwähnt, in der ZV-E1 ist auch der AI-Prozessor drin. Und das bedeutet, dass wir die gleichen Möglichkeiten haben wie bei der Sony Alpha 7 R5. Also eine Erkennung nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere, für Vögel, für Autos, für Flugzeuge, für Züge und sogar für Insekten. Und das auch bei allen Framerates. Das heißt, du hast die volle Autofokusleistung mit der vollen Motiverkennung. Und genau genommen hast du die Erweiterung davon ja eben auch schon im ersten Part gesehen. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die die ZV-E1 schlechter kann. Sie hat zum Beispiel keinen mechanischen Verschluss. Das heißt, die Kamera ist wirklich rein für Video gemacht. Natürlich kann man damit Fotos machen, aber ohne mechanischen Verschluss fallen da einfach viele Funktionen raus. Ich kann zum Beispiel nicht blitzen und so weiter. Und das ist natürlich in der Praxis dann eher der 7S III vorbehalten. Zusätzlich hat die Kamera nur einen SD-Kartenslot. Und ich kann dir den ja hier mal zeigen. An der Seite ist genauso wie bei einer Alpha 7C und damit ist natürlich dann keine Datensicherung möglich und die Kamera nimmt auch keine CF Express Typ A Karten. Heißt, sie wird All-Intra mit 120 Bildern pro Sekunde nicht aufnehmen können. Was natürlich sofort jedem aufgefallen ist, ist, dass die neue Kamera keinen Sucher hat. Und den liebe ich bei der 7S III ja mit den 9,44 Millionen Bildpunkten und ich filme auch wirklich gerne damit. Den werde ich an der Kamera schon vermissen. Was hingegen für mich relativ unwichtig ist, wo ihr aber entscheiden müsst, ob das für euch ein Thema ist, ist der RAW-Output. Auch da gibt es bei der ZV-E1 keine Möglichkeit. Und wenn ihr wirklich dann professionell aufnehmen wollt und vielleicht im ProRes-Format speichern müsst, dann solltet ihr euch eine FX3 oder eben die 7S III anschauen. Die können das nämlich. Eine Sache möchte ich aber in der Praxis jetzt noch mit euch live machen, und zwar das Mikrofon testen, weil hier unter dem kleinen Gitter, ich zeige es auch noch mal in die Kamera, da sind drei kleine Mikrofonkapseln und eine Besonderheit ist, dass ich hier jetzt eben die Direktionalität auswählen kann. Das heißt, ich kann bestimmen, ob das Mikrofon nur von vorne, nur von hinten oder eben ja, alle Töne aufnehmen soll und ich bin gespannt, wie das Ganze klingt. Ich habe die Aufnahme schon gestartet. Und du siehst jetzt hier um das Mikrofon einen kompletten Kreis. Das heißt, die Kamera nimmt jetzt aus allen Richtungen den Ton auf. Wenn ich einmal darauf klicke, dann wird der Ton nach hinten geschoben. Das heißt, jetzt nehme ich nur hinter der Kamera den Ton auf. Ich kann natürlich auch die Automatik einstellen. Und würde ich jetzt vor der Kamera stehen, würde die Kamera wirklich meinen Ton aufnehmen und die Umgebung unterdrücken. In diesem Fall stehe ich aber hinter der Kamera. Deswegen würde sie auch hier den Ton rundherum aufnehmen, aber ich kann natürlich auch die Richtwirkung nur nach vorne legen. Das haben wir jetzt gemacht und das ist natürlich zum Sprechen richtig interessant. Und jetzt hörst du den Ton aus der Kamera mit dem nach vorne gerichteten Mikrofon. Das heißt, du müsstest mich jetzt relativ gut hören können. Und die Umgebung sollte, obwohl da hinten zum Beispiel ja, eine vielbefahrene Straße ist, eigentlich nur sehr leise zu hören sein. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie das Ganze klingt. Ich schalte einmal um auf die Umgebung und jetzt gerade haben wir nicht so viele Autos im Hintergrund, aber wir haben immer mal wieder den ein oder anderen Vogel, der hier piepst. Da kommen auch die Autos wieder. Ich bin gespannt, was du sagst. Und jetzt würde ich den Ton noch mal nach hinten richten. Jetzt kann man mich hier vorne wahrscheinlich etwas leiser hören, aber ich gehe mal kurz hinter die Kamera. Und jetzt hörst du den Ton von hinten und das ist super praktisch, wenn ich zum Beispiel ein Interviewer bin und ja, hinter der Kamera stehe und meinem Protagonisten vor der Kamera Fragen stellen möchte. Also von daher alle Möglichkeiten. Ich schalte das Ganze auf Auto und bin gespannt, wie sich der Ton denn jetzt anhört, weil bei Auto müsste, wenn mein Gesicht zu sehen ist, die Kamera jetzt automatisch den Ton von vorne aufnehmen. Kommen wir zu den ganzen Vlogger-Funktionen. Wir sprechen ja über eine ZV-Kamera, die ist da dementsprechend perfekt ausgestattet. Sprich, alle Funktionen, die man von den kleineren Kameras kennt, wie zum Beispiel den Bokeh-Switch, mit dem ich den Hintergrund mit einem Tastendruck scharf oder eben unscharf erscheinen lassen kann, die ist natürlich mit dabei. Genauso wie der Produktautofokus, bei dem immer das vorderste Objekt scharf gestellt wird. Es gibt aber auch noch ein paar Sachen, die sind neu und das schauen wir uns auf dem Display an. Und als erstes fange ich mal mit den Touch-Funktionen an.
Das heißt, du kannst zum Beispiel dein FN-Menü ganz einfach von unten in das Bild hineinswipen. Das kann zum Beispiel die FX3 und die FX30 ja auch schon. Aber bei der ZVE1 gibt es noch ein paar Besonderheiten. Ich kann nämlich auch von der Seite mein Menü einblenden. Und du siehst schon, ich habe auf beiden Seiten ein Menü, was ich einblenden kann. Und hier gibt es jetzt was ganz Besonderes. Wir haben hier zum Beispiel auf der Seite CineVlog als Funktion. Und das schalte ich jetzt gerade einmal ein und du siehst schon, was passiert ist. Nämlich, die Kamera hat jetzt in den 21:9 Modus geschaltet. Die Aufnahme läuft mit 25 Bildern pro Sekunde. Alternativ wäre auch 24 Bilder pro Sekunde möglich. Aber ich kann hier vorne auf meinen Hauptpunkten eben als erstes meinen Bildlook wählen. Zum Beispiel Cinetone für natürliche Farben oder eben Clean, Chic, Fresh oder Mono, also Schwarz-Weiß. Und kann dann aber zusätzlich, und das ist vielleicht der ganz interessante Part, hier hinten noch einen Mood festlegen. Der steht aktuell auf Forest, deswegen ist nämlich auch das Bild die ganze Zeit so ein bisschen grünlich. Ich kann aber das ganze Bild zum Beispiel auch golden einfärben oder eben hier vorne das Ganze auch automatisch machen lassen. Ich habe also die Möglichkeit, quasi einen Bildlook hier aus meinem einmal Look plus Mood zusammenzustellen, so wie ich das genau haben möchte. Und jetzt werden natürlich alle Filmer unter euch sagen, ja, aber das mache ich doch im Nachhinein. Das stimmt, aber wenn es um schnelle Produktion geht und ich eben schon von vornherein meinen Look hier ganz einfach kreieren kann, ist das in der Praxis mit Sicherheit sinnvoll. Wenn wir uns dann die Symbole weiter anschauen, dann seht ihr das Mikrofonsymbol, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Und hier oben drüber dann den Self-Timer, den kann ich zum Beispiel einfach aktivieren. Dann würde die Kamera quasi nach 3 Sekunden erst anfangen. Ist für Vlogger natürlich besonders wichtig. Wir haben natürlich die Wiedergabe, den Zoom-Modus. Und hier kann ich zum Beispiel auch auf feste Stufen springen, was ich ganz praktisch finde. Das heißt, ich kann hier hingehen und kann sagen, ich hätte gerne einen 1,5-fachen Crop oder eben den klassischen 1-fach-Crop und kann das hier sofort fest auswählen. Und hier ganz oben haben wir den Produktfokus-Modus. Was allerdings auch geht, ist, dass ich sofort in meine Einstellungen hier unten springe, um zum Beispiel jetzt meine Verschlusszeit einzustellen oder eben meinen ISO-Wert. Du siehst also, ich kann hier quasi die wichtigsten Parameter direkt über das Touch-Display komplett steuern. Aber es geht auch noch einen Schritt einfacher. Ich hatte meine Kamera ja eben schon in den Modus M gesetzt, weil wir immer damit filmen. Aber ich schalte ihn einfach mal zurück auf die Automatik und dann wirst du sehen, gibt es noch ein paar Einstellungen mehr. Du hast hier unten zum Beispiel My Image Style. Und wenn ich das hier einfach mal einschalte, dann siehst du, gehen hier unten 4 kleine Icons auf. Mit dem ersten kann ich die Schärfe des Hintergrunds bestimmen, also mein Bokeh. Mit dem zweiten die Helligkeit meines Bildes. Mit dem dritten die Farbtemperatur und mit dem vierten Punkt kann ich dann meinen Creative Look wählen. Ich könnte also auch die verschiedenen Farbprofile, die Sony ja schon hinterlegt hat und die ich auch nochmal feintunen kann, hier ganz genau festlegen. Du siehst also, der Fokus liegt bei der neuen Kamera also ganz eindeutig auf einfachster Bedienung und dem Erzielen von schnellen Ergebnissen. Selbst ohne viele Vorkenntnisse kann damit jeder arbeiten. Eine Funktion, die kann ich dir heute allerdings nicht zeigen und die fand ich auch ganz spannend, nämlich, dass die Kamera in diesem Automatikmodus auch sofort erkennt, wenn eine zweite Person mit vor die Kamera tritt. Stell dir vor, ich habe jetzt ein lichtstarkes Objektiv und der Hintergrund ist komplett unscharf, dann würde ja die zweite Person in der Unschärfe sein. Und hier kann die Kamera vollautomatisch die Blende schließen, sodass beide Gesichter dann scharf abgeblendet werden. Habe ich übrigens auch schon ausprobiert, kann ich euch heute aber nicht zeigen, weil ich die einzige Person vor der Kamera bin. Er hat richtig Spaß. Aber Vlogging ist natürlich nicht der einzige Bereich, der interessant ist, wenn man filmt. Ein ganz wichtiger Bereich, und inzwischen wird der immer wichtiger, ist natürlich auch das Livestreaming. Und da haben die neueren Sony-Kameras ja schon richtig viel dazugelernt. So kannst du zum Beispiel bei der Sony Alpha 7 IV einfach die Kamera mit dem USB-C-Kabel an deinen Computer anschließen und die wird vollautomatisch erkannt, egal ob es ein Mac ist oder ein PC, und du kannst einen Livestream starten. Das geht natürlich auch mit der ZVE 10. Und auch mit der ZVE 1.
Einen wichtigen Unterschied gibt es aber. Bisher konnten die Kameras zwar ganz gut mit Full HD streamen, 4K war aber nur, wenn überhaupt, bis 15 Bilder pro Sekunde möglich. Und genau da unterscheidet sich die neue. Die kann nämlich jetzt in 4K auch bis zu 30 Bilder pro Sekunde für den Livestream bereitstellen. Und auch hier kann wieder parallel aufgenommen werden. Und das ist schon mal ein ganz großer Punkt, weil, sind wir ehrlich, 15 Bilder pro Sekunde ist in der Praxis einfach zu wenig für ein flüssiges Bild. Und dementsprechend war die Funktion in 4K bisher nicht nutzbar. Jetzt wird sie nutzbar. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze denn aussieht. Kommen wir aber noch zum Part, der für mich eigentlich in der Praxis am allerwichtigsten ist, nämlich wie schlägt sich die Kamera für Filmer? Und hier sind ganz viele Funktionen dabei, die du von anderen Sony-Kameras vielleicht schon kennst, wie zum Beispiel Breathing Compensation. Wenn du nicht weißt, was das ist, schau dir gerne unser Video zur Sony Alpha 7 IV an, da zeige ich das ja ganz ausführlich. Und genau solche Funktionen wie die Focus Map, der AF Assist, S-Lock, all das bietet natürlich auch die ZV-E1 und wird damit mit den ganzen Formaten, über die wir schon gesprochen haben, und dem Bildstabilisator auch in dem Bereich richtig interessant. Was mich dann sehr gefreut hat, ist, dass auch die Autofokus-Einstellungen komplett mit an Bord sind. Das heißt, ich habe natürlich die Möglichkeit, wieder die Geschwindigkeit des Autofokus in 7 Stufen einzustellen und auch die Motivverfolgungsempfindlichkeit mit 5 verschiedenen Stufen ist wieder mit an Bord. Aber zusätzlich gibt es hier jetzt auch noch den Lock-Shooting-Mode und auch den schauen wir uns nochmal gemeinsam an. Ich bin jetzt hier im roten Aufnahmemenü und der erste Punkt, das ist gleich die Bildqualität und Aufnahme und hier gibt es die Lock-Aufnahmeeinstellung. Die kann ich ganz einfach einmal einschalten und hier siehst du schon die erste Änderung. Hier gibt es eben jetzt nicht 3 verschiedene Modi, sondern nur Flexible ISO. Und das unterscheidet die Kamera dann zum Beispiel von der FX3 oder von der FX30, die hier noch CineAI und CineAI Quick anbieten. Hier hast du wirklich nur Flexible ISO. Trotzdem kannst du natürlich in S-Log drehen und du kannst auch, und das finde ich wirklich wichtig, auch deine LUT-Datei einbetten. Und wenn wir schon bei LUTs sind, dann müssen wir natürlich auch noch schnell in den Bereich der Custom LUTs kommen. Das heißt, wir gehen hier zu Farbe, Farbton und du siehst, ich kann hier nicht nur mein Monitor LUT auswählen, sondern ich kann auch Benutzer LUTs hinzufügen. Und das ist natürlich super interessant. Ich speichere also mein Farbprofil auf der Speicherkarte, importiere es in die Kamera, kriege das Bild, wenn ich möchte, genauso schon angezeigt. Und das LUT wird in die Datei eingebettet. Das heißt, ich kann es in der Bearbeitung direkt auch so öffnen. Du hast hier also alle Möglichkeiten und auch die ganz fortgeschrittenen Sachen sind mit dabei. Du siehst also, auch zum Filmen ist die Kamera wirklich interessant. Gerade mit dem Dynamic Active Steady Shot oder eben für Livestreaming oder vielleicht einfach nur als Kamera für B-Rolls, also als zweite Kamera. Mein einziger wirklich großer Kritikpunkt wäre hier der kleine Micro-HDMI-Port. Ich habe mich einfach schon an den großen Port gewöhnt. Der ist deutlich stabiler, die Kabel gehen nicht so leicht kaputt und die Verbindung ist einfach besser. Aber sind wir ehrlich, es ist halt auch ein kleines und leichtes Gehäuse, wiegt nur knapp über 400 Gramm und deswegen kann ich das zwar verstehen, ich hätte es mir trotzdem anders gewünscht. Kommen wir zu meinem Fazit und die Frage, die sich natürlich stellt, ist die ZV-E1 die richtige Kamera für mich? Und da muss ich sagen, eher nein, weil Vloggen ist ja nicht mein Ding und auch wenn ich die Filmeinstellungen wirklich interessant finde, bin ich da eigentlich schon ganz gut ausgestattet. Wenn du mich jetzt fragst, was mir heute besonders gut gefallen hat, dann ist es zum einen natürlich der AI-Autofokus. Den mochte ich bei der Sony Alpha 7 R5 schon. Dass Personen erkannt werden, dass das Tracking einfach noch mal zuverlässiger funktioniert, ist für mich ein absolutes Highlight. Und das zweite, das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, ist natürlich der Dynamic Active Bildstabilisator, der seinen Job viel besser macht als der klassische Active Steady Shot. Das würde ich mir wirklich in jeder Kamera wünschen, weil das macht meine Arbeit viel, viel leichter. Insgesamt würde ich sagen, diese beiden Highlights sorgen dafür, dass ich mit der Kamera schneller zu einem guten Ergebnis komme, machen mein Leben bei einem Dreh einfacher und deswegen sind sie für mich auch wirklich viel Geld wert. Also ich würde auf jeden Fall auf diese Punkte nicht mehr verzichten wollen und wenn ich mir das wünschen dürfte, würde ich mir das in die FX3 wünschen, dann hätte ich, glaube ich, die für mich perfekte Kamera gefunden.
Wenn du mich jetzt aber fragen würdest, für wen ist die ZV E1 die richtige Kamera, dann würde ich sagen, für denjenigen, der mobil sein muss, der eine kleine Kamera sucht, aber seinen Content eben auch schnell auf die Straße bringen muss. Also der schnell produziert, vielleicht ohne große aufwendige Farbbearbeitung. Und dafür spricht dann ja zum Beispiel auch diese Einstellung mit dem Look und dem Mood. Das heißt, in diesem cinematischen Look kann ich eben sofort schnell ein gutes Ergebnis liefern. Und das macht die Kamera, glaube ich, für genau dieses Einsatzgebiet richtig interessant. Aber auch für Filmemacher kann das Ganze richtig toll sein. Warum? Du bekommst eine kleine, leichte Kamera mit einer überragenden Bildqualität, die aber eben auch noch mal deutlich günstiger ist als eine Alpha 7 S3, hier aber sogar mehr bietet, zumindest in den meisten Bereichen. Und sind wir ehrlich, ich glaube, auf RAW-Format und RAW-Ausgabe können die meisten wirklich verzichten. Und ob man zwei Speicherkarten braucht, ja, das hängt so ein bisschen davon ab, was man genau damit vorhat. Aber insgesamt, denke ich, ist die Kamera für Filmer super interessant. Was mich natürlich jetzt brennend interessiert ist, was hältst du denn von der neuen Kamera? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wie siehst du die unterschiedlichen Funktionen? Und wenn du schon dabei bist, abonniere doch den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch zukünftig kein Video mehr verpasst. Ich hatte heute einen richtig schönen Tag mit der neuen Kamera, aber ich bin auch ein ganz kleines bisschen ratlos. Die neuen Funktionen haben mich richtig, richtig angefixt. Allen voran natürlich der Bildstabilisator. Aber es gibt natürlich auch ein paar Punkte, da würde ich sagen, mag ich meine 7S III doch noch ein bisschen lieber. Und dementsprechend würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass diese ganzen neuen Funktionen in die alten Kameras kommen. Aber vielleicht kommt ja auch übermorgen schon die Alpha 7S IV. Wer weiß, wer weiß. Bildschirm. Barrierefreiheit. Barrierefreiheit. Bildschirmleser. Geschwindigkeit. Standard. Taste. Löschtaste. Kameraführer. Menütaste. Zurück. Bildschirmleser. Barrierefreiheit. Einstellung. Fokus. Auf. Motiverkennung. Standbildfilm. Erkennungsziel. Mensch. Taste. Regler hinten. Seite. Löschtaste. Kameraführer.